Ey Leute, was geht? Ketzer begrüßt euch zu einem weiteren Part von GTA 3. Ja, mein Kollege ist leider dieses Mal verhindert, denn es geht ihm nicht gut, beziehungsweise er macht gerade halt einfach nicht mit. Aber er kommt später dann wieder in späteren Folgen. Und wir fahren jetzt erstmal zu unserem guten. Junge, was ist das für eine Massenkarambolage hier? Da muss ich gleich eine Bombe reinwerfen, weil es so viel Spaß macht. Wobei, ich glaube, das erledigt sich von selber. Ah, das sieht doch schön aus. Und ich krieg direkt einen Stern. Zwei. Genau. Ja gut, raus aus der Karre, du Gesichtsgurke. Ach nee, das ist ja ein Polizist. Scheiße gelaufen, würde ich sagen. Ja gut, dann aus dem Auto raus. Und ich versuche jetzt mal zum dicken Doppel-D zu kommen. Jetzt habe ich gerade einen Polizisten überfahren. Ja gut, das Übliche halt. Tja, dann. Alter, was ist denn mit dem schiefgelaufen? Okay. Ja gut, dann fahren wir halt mal zum D und gucken, was wir da noch erledigen können. Das ist ja letztes Mal tatsächlich wieder gut gelaufen. Ausnahmsweise. Also eigentlich ist es grundsätzlich schon mittlerweile ausnahmsweise alles, weil es läuft ja grundsätzlich furchtbar. Aber dazu kann ich nichts sagen. Ja, ich habe noch irgendwie zwei, drei Päckchen gefunden. Mittendrin jetzt im Spiel. Und ja, dann würde ich jetzt gleich mal sagen. Alter. Die Polizei ist wirklich dreist. Die überfahren hier einfach irgendwelche unschuldigen Leute. Hier oben auf der Brücke war zum Beispiel ein Päckchen versteckt. Ja, dann würde ich sagen, rennen wir mal um unser Leben zu dem netten Herrn Missionsauftragsgeber da. Und dann mal gucken, was er für uns hat. Die Befreiungsaktion. First of all, let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Do whatever it takes. Ja, dann müssen wir jemandem das Leben bzw. den Arsch retten. Mal gucken. Mit einem Wagen der Kolumbianer kommst du in ihren Unterschlupf rein. Ja, super, dann fangen wir die Mission gleich mit 3 Sternen an, weil ich damit gerade hier hingekommen bin. Ist ja wirklich super. Ich hätte auch gleich aufgeben können. Hätte es wahrscheinlich sogar noch besser getan. So, gut, dann, ja, kolumbianischen Wagen. Jetzt sag mal, wie Kolumbianer hier bei GTA 3 aussehen. Ich weiß das nicht. Das ist, sagen wir mal vorsichtig, sehr leicht schwierig. So, raus aus der Karre. Was war das denn jetzt? Also, das war jetzt richtig, scheiße unnötig, sag ich es jetzt mal vorsichtig. Gut, ja, Knarre und alles haben wir nicht. Wir wurden jetzt ja sowieso über den Tisch gezogen und verhaftet. Ja, dumm gelaufen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich mich wenigstens ein bisschen orientieren könnte, aber das ist ja halt ein bisschen schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Gut, dann fahre ich halt jetzt mal zum K. Steht wahrscheinlich für Krosse Krabbe oder so. Vielleicht gibt es da bald auch Pizza. Aber natürlich nur ohne Diät-Cola. So, ja. Dann fahren wir jetzt mal dahin. Ich hoffe mal, dass ich keine Waffe dafür brauche, weil sonst bin ich echt aufgeschmissen gleich. Ich versuch's einfach mit dem Auto. Der Jamaika-Deal. When trouble looms, the fool turns his back, while the wise man faces it down. The Colombian cartel have ignored repeated requests to leave our interests in liberty well alone. Now they are negotiating terms with the Jamaicans in order to humiliate us further. They are finalizing a deal across town. Take one of my men, steal a Yazi car, and go pay your respects to the Colombians. Our honor demands that you leave no one alive! Okay, jetzt. Das Kartell erwartet eine Yadi-Gang. Klau ein Yadi. Yadi-Wagen. Was zur Hölle ist ein Yadi-Wagen? Ich kann ja jetzt nicht einfach hier rumrennen und irgendwelche Autos klauen die ganze Zeit. Irgendwann wird die Polizei sauer. Ich hoffe, dass das richtig ist. Yakuza, tatsächlich. Ja, dann habe ich meine eigenen Leute gerade abgezogen. Das war jetzt eigentlich nicht so mein Ziel. Ist das ein Yadi-Wagen?
Ich kann es euch ja wirklich nicht sagen. Das kann ja sein, dass das der richtige ist. Blister. Nee, ist auch nicht das richtige Fahrzeug. Ja, ich glaube, das sollte ich lieber nicht klauen. Polizeiauto. Das wäre jetzt nicht so schön. Vorsichtig formuliert. Ein Taxi kann auch kein kolumbianischer Wagen sein. Ja gut, theoretisch schon. Aber was ist ein Yadi? Blister. Ja gut. Ist der einzige Wagen, den ich jetzt gerade finden konnte. Aber die Polizei will uns ja auch nicht in Ruhe lassen. Vielleicht sind das auch diese super schnellen Wagen. Aber das ist ja jetzt auch hier irgendwie Stringer. Fährt sich ähnlich wie Jakuza, aber ist es ja auch nicht. Was zur Hölle ist ein Yadi-Wagen? Ich habe keine Ahnung, was die meinen. Ich probiere jetzt einfach mal alles durch. Das ist ein Perennial, okay. Ja, das ist halt... Na gut, ich glaube, das ist dieselbe Karre. Ja. Ist halt echt schwierig rauszufinden, wie die Autos aussehen. Vielleicht hier dieses Ding? Ist ja so eine Art Van. Wobei... Boah, Alter, der hat die Oma einfach mal umgelatzt. Aber die Oma will sich wehren, aber es klappt nicht so richtig. Schon wieder voll die Versprecher im Mund. Force win. Ja, dann hoffen wir mal, dass das hier ein Yadi ist. Ich, wie gesagt, ich kenne mich mit den Autos in GTA 3 überhaupt nicht aus. Kuruma. Nee. Ist das ein Yadi? Ist auch so eine Flachkarre. Esperanto. Nee. Der hupt hier rum wie so ein Blöden. Vielleicht ist das die richtige Karre. Das ist doch Jakuza, oder? Wenn ich mich nicht recht entsinne. Ja, wieder schön die eigenen Leute rausschmeißen. Nein, Spaß. Infernus. So, mal gucken, was mit der Karre hier ist. Raus. Idaho. Ja, aber es ist halt echt schwierig, die richtigen Karren zu finden. Weil hier sieht erstmal alles total gleich aus. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie die Kolumbianer hier aussehen. Boah. Ja, dann habe ich jetzt einen Polizisten eben gerade umgelatzt. Ist halt passiert. Kann man jetzt auch nichts dran ändern. Junge. Ja, wo kriege ich jetzt dieses dreckige Auto her? Ich würde es ja am liebsten gerade nachgucken, aber das geht ja auch schlecht. Ist ja halt das Doofe an der Sache. So, Newport, okay. Ich tippe jetzt mal vorsichtig darauf, dass es dieses Auto ist. Nee, Stringer ist auch ein anderes Auto. Ja gut, jetzt weiß ich dann wirklich nicht mehr weiter. Das ist aber auch kein kolumbianisches Auto. Das sieht alles irgendwie so... Das sind alles die gleichen Leute. Landstalker. Nee. Was ist das für ein Auto? Blister. Ja, das hat sich erledigt, verhaftet. Also wir brauchen bei allem irgendwie diese kolumbianischen Karren. Aber keine Sau hat die Dinger. Sentinel. Nee, ist auch falsch. Ja, das ist echt zum Verzweifeln. So eine schöne kolumbianische Karre. Also DK bin ich jetzt schon hingefahren, zu R bin ich noch nicht hin. Ich hoffe mal, dass sich da was finden lässt. Aus dem Auto raus. Stallion. Ja gut, ist immer noch was anderes. Ja, dann muss ich halt mal gucken wegen diesen Missionen. Also, wie gesagt, so leicht lassen die sich scheinbar doch nicht lösen. Bin jetzt gerade ein bisschen in einer kleinen Schaffenskrise. Ist das hier vielleicht so ein Auto? Oder ist das auch wieder nur so ein Jakuza? Ja, ist wieder Jakuza, habe ich doch richtig erkannt. Ja, das ist auf jeden Fall nicht unbedingt vorteilhaft, so wie das gerade funktioniert. Blister. Nee, ich fahre jetzt tatsächlich mal einfach mit dem Auto hier raus.
Aber ja, das ist halt einfach doof, sag ich jetzt mal vorsichtig. Richtig hackeldudel scheiße. Okay, der Wagen ist abgeschlossen. Kommt man hier vielleicht rein von der Seite? Nee. Okay. Wie sieht's hier mit aus? Mann. Was? Manana heißt der Wagen. Ja, was ist denn das? Egal, wir fahren jetzt zum R und gucken mal, was der Kollege für uns für Mission hat. Ja. Und ich habe da, glaube ich, gerade noch ein Päckchen gespottet. Tatsächlich ist ja der Wahnsinn. 43 von 100. Wir haben wirklich schon fast die Hälfte. Ja gut, das klingt jetzt nicht so viel. Aber ist es eigentlich. Weil ja alle 10 Päckchen wieder was Neues dazu kommt. Wie ihr wahrscheinlich jetzt auch schon gemerkt habt. Ich habe es, glaube ich, auch schon 5, 6 Mal erwähnt. Und Straße ist hier ganz schön glatt. Ja. Ja, eigentlich schade, dass es nicht so richtig wie am Schnürchen läuft. Aber was soll ich da machen? Viel geht da leider auch nicht. So gut, dann unser Kontakt, der hat hoffentlich noch ein bisschen was für uns zu erledigen. Ja, die zwei anderen Missionen, da werde ich nochmal gucken, wie ich die erledige. Tödliche Bootsfahrt. Okay, Cutscene. I think my partner's a rat. We gotta shut him up permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock both nights. Steal a police boat. Make sure his backstabbing plans are sunk. I want him sleeping with the fishes, not eating them. Okay, ich soll ein Polizeiboot klauen. Ja, mit Booten habe ich ja sowieso immer schon Spaß gehabt. Also wahrscheinlich muss ich ihn damit dann abschießen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Was zur Hölle mache ich bei dieser komischen... Keine Ahnung, was das sein soll. Egal. Da sind schon diese Leichenspuren auf dem Boden. Ich nenne die jetzt mal einfach so. Ich habe keine Ahnung. Es gibt wahrscheinlich eine andere Bezeichnung dafür. Ja, dann müssen wir das zu den Docks und tatsächlich jetzt ein Polizeiboot klauen. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Aber wenigstens das Einzige, wo uns auch mal angezeigt wird, wo wir das olle Ding herkriegen. Und die springen da irgendwo in den Büsche rum. Was ist mit den Leuten schief? Ich habe keine Ahnung. Tja, aber da wurde halt wieder einer überfahren. Tja, sowas passiert. So, ja. Ich fahre übrigens sehr gerne durch die ganze Karte. Auch mal gerne ein paar kleine Stellen ab oder so, wo so Hinterhöfe sind. Ja, eben wegen diesen Päckchen, weil die meistens ja so ein bisschen versteckter sind. So, gut, dann lasst uns mal losfahren. Man findet ab einem bestimmten Punkt natürlich auch so keine normalen Päckchen mehr. Muss man dann halt ein bisschen mehr suchen. Ist eigentlich irgendwo ein bisschen doof, aber naja, dann löst sich das halt auf. Ich fände es halt cool, wenn immer neue Päckchen versteckt werden würden. Und man könnte dann so leveln oder so, wenn man mehr findet oder... Ach, keine Ahnung, ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Muss jetzt aber erstmal gucken, wo ich dieses Polizeiboot herbekomme. So, gut, dann müssen wir mal kurz um den ganzen Pudding herumfahren. Ist leider ein bisschen aufwendig, aber naja. Das muss wohl leider sein. Mal wieder. So, und hops. Ja, dann halt nicht. Jetzt aber. Und wir spawnen direkt quasi zwischen irgendwelchen komischen Leuten. Ist ja lustig. Achso, wir müssen wahrscheinlich sogar auf die andere Insel, wobei eigentlich... Dass der diese ganzen Stürze einfach so problemlos wegsteckt, auf jeden Fall Respekt an dich, Claude. Ein harter Hund bist du. Ja. Und irgendwie muss ich jetzt hier runterkommen. Ich glaube, hier irgendwo war das. Mit dem Steg. Ah ja, da hinten. Aber warum ist das alles so weit entfernt voneinander? Naja. Gut, ich guck noch mal hinter den Containern. Hier ist ein bisschen Rüstung. Wieso eigentlich Container? Das sind... Ja gut, man kann sie auch als Container bezeichnen. Wenn man es ganz simpel haben will. Und das will ich heute einfach mal. Ja gut, dann lasst uns mal schauen, was hier noch so rumgammelt. Vielleicht sind hier noch irgendwelche Päckchen oder so. Okay, ich habe fast schon das miese Gefühl, dass wir irgendwo ganz anders hinlaufen müssen. Oder mit einem Boot dann nach drüben oder so. Also wie gesagt, ich hasse es einfach, wenn man hier so sinnlos durch die Gegend stratzen muss.
So, hier darf man übrigens ja auch nicht runterrennen. Haben wir uns ja mittlerweile alle gemerkt. Und da ist schon wieder ein verstecktes Päckchen. Ja, und die Theorie hat sich tatsächlich bewahrheitet. Wir müssen rüber. Auf die andere Seite. Da habe ich jetzt natürlich so überhaupt keine Lust drauf. Und guck jetzt mal, wie ich irgendwie... Naja. Eine Möglichkeit finde, da so rüber zu kommen mit einem Boot oder so. Weil die komplette Insel abschwimmen oder... Sagen wir mal jetzt, ja, schwimmen geht ja schlecht. Also die komplette Insel mit einem Auto durchqueren, habe ich jetzt so gar keine Lust drauf. Ich finde es halt schade, dass diesem Part quasi jetzt schon wieder kaum irgendwas funktioniert. Aber naja. Okay, dann müssen wir das so machen. Ist zwar ein bisschen unangenehm, aber ja, über den kleinen Umweg machen wir das. So, jetzt an dem ganzen Schrott hier vorbei. In der Hoffnung, ein Boot zu kriegen. Steht natürlich jetzt auch nicht fest, dass da eins steht. Das ist immer so ein bisschen das Doofe an der Sache. Und auch dieses Gehopse, naja. Müssen wir uns halt mal zusammenreißen und dann wird das auch schon irgendwie klappen. Einfach Zähne zusammen und durch. Dann wird der Scheiß schon irgendwann vergehen. So, dann, ja, dann jetzt hier an den Dingern vorbei. Es ist wirklich langweilig, wenn man hier nur so durch die Gegend, ja, stratzt. Kann man jetzt schon fast sagen. Gibt es denn hier irgendein Boot? Ja, da gibt es eins. Gut, dann haben wir ja nochmal Glück gehabt. Und hier winkt uns schon wieder ein verstecktes Päckchen zu. Mensch, das ist doch wunderschön. Die Boote sehen so dunkel aus, als wären sie gerade explodiert. Ich denke aber mal nicht, dass es das heißen soll. So, und jetzt vorsichtig und bedacht springen. Und geschafft. Das Problem ist jetzt nur, hier wieder wegzukommen. So, okay, Staunton Island. Wir fahren jetzt rüber nach Portland. Leute, das ist wirklich teilweise langweilig, wenn man hier durch die Gegend cruist, aber naja. Mit einem Boot oder so. Dann wird man richtig müde. Ja, okay. Ja, ihr habt ja gewonnen. So, und dann brauchen wir das Polizeiboot. Dass ich hoffentlich nicht verfehle. Junge, das ist ja wirklich schwierig, das hier zu steuern. So, der Rückwärtsgang der Boote, der Leerlauf sozusagen, funktioniert auch nicht immer so perfekt, aber naja. Machen wir das Beste draus. So, ja, ist ja gut, ich hab's begriffen, dass das nicht ganz passt. Alter. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, hier hochzuspringen. So. Ja, jetzt können wir. Moment, wenn ich gleich nach oben gehe. Ja, sehr schön. Und jetzt müssen wir genau gucken, wie wir springen. Und hops. Ja, hat funktioniert. Fahr zum Leuchtturm und nimm dir Race Partner vor. Ah ja, wir haben wieder so ein Polizeiboot, was auch schießen kann. Das ist super. So, wenn ich jetzt auf dem Steg hier noch irgendwas entdecke, so ein Paket oder so, dann holen wir uns das irgendwann mal ab, aber ich sehe gerade nichts. Ja, ich denke mal, ich werde die Folge sogar ein bisschen länger machen wieder. Weil es ist ja tatsächlich schade, wenn man dann wirklich nichts geschafft hat. Und die Mission möchte ich wenigstens noch erledigen. Ich glaube uns ehrlich, dass das für heute dann auch wahrscheinlich der letzte Part sein wird. Da werde ich mich dann lieber erstmal über diese komischen Autos, die wir da klauen müssen, informieren. Damit dann da ein bisschen mehr das Sachliche gegeben ist und ich das Ganze begreife, so. Sag ich jetzt mal vorsichtig. Und ich verstehe gerade echt nicht, warum wir so weit fahren müssen. Warum dieser Leuchtturm so weit entfernt ist, aber naja, ist ja egal. Mir juckt auch jetzt schon voll die Schulter. Keine Ahnung, woran das liegt. Ja, knöpfen wir uns den Kollegen mal vor. Und der hat da irgendwelche Fässer auf seinem Boot. Okay, der wirft Bomben. Das ist ja schon mal... Ah ja, okay.
Und das mit dem Fischen soll jetzt heißen? Gut, der will wahrscheinlich kämpfen oder so. Ja, dann schnapp ich ihn mir. Jetzt komm schon! Lass dich erschießen, mein guter Kollege. Sind da nicht irgendwelche Steine, wo man nicht dran vorbeikommt? Gerade war da doch noch irgendwas. Alter, der ist so gut wie tot. Gut, jetzt mit Bedacht und Vorsicht. Ich will jetzt nicht nochmal in irgendein Fass reinlaufen. Genau, mit dem Boot reinlaufen. So, er ist down. Ich brauche jetzt nur noch wegfahren. So, Mission erfolgreich erledigt. Wir sind jetzt gestrandet und ja, ich werde jetzt auch wieder aus dem Boot rausdingensen. So, ja, es sieht gut aus. Wenn ich jetzt hier noch ein Auto hätte, um wegzukommen, wäre das ganz praktisch. Aber, naja, man kann ja halt auch nicht alles haben, ne? Stimmt's? Ja, dann gucke ich jetzt noch, dass ich mal nach Hause komme, ne? Wird mal langsam Zeit. Das alte Versteck ist sowieso am kuscheligsten irgendwie. Ich mag das. Dieses erste Versteck, was man so in GTA 3 hat, das ist irgendwie angenehm da zu speichern. Ja, kann man so sagen. Angenehm zu speichern. So. Ja, und das nächste Auto, was ich schon wieder fahre, ist mal wieder Schrott. Wen wundert's auch? Ich kann halt nicht so gut Auto fahren. In dem Spiel zumindest. In echt sieht das eigentlich ganz gut aus. Vor allem mit längeren Fahrten, da bin ich eigentlich ganz gut. Aber naja, ich werde dann jetzt mal versuchen, ein bisschen auf mein Leben klarzukommen. Und zum Speicherpunkt zurückzukommen. So. Ja, haben wir doch noch eine Mission geschafft, aber naja, das, was ich wirklich wollte, haben wir jetzt nicht so hinbekommen. Das kommt dann aber noch. So, und zwar muss ich jetzt wieder nach hier fahren, genau. Und dann zu unserem alten, guten Versteck zurück, woran wir uns ja schon schönsterweise gewöhnt haben. Ja. So. Noch einmal hier lang. Aua, das tat ihm bestimmt weh. Und... Ey, die Alter. Die Karre hat es tatsächlich hier oben drauf geschafft. Das ist ja der Wahnsinn. Dass gerade dieses Auto es schafft. Ich glaube, ich werde dann mal lieber nach Hause laufen. Da kann ich jetzt aber wirklich nichts für. Den wollte ich gar nicht überfahren. Vor allen Dingen, ich habe die mit meinem Dach quasi zerquetscht, weil ich ja drüber geflogen bin. Das sah schlimm aus und schmerzhaft, aber naja. Komischerweise ist in der Ecke, wo wir das Versteck haben, auch gar nichts los. Also so an dieser Hauptstraße. Hier müsste eigentlich viel mehr los sein, rein von der Logik her, aber ist halt nicht. Naja, zurück zu Eddies Werkstatt, einmal speichern, zum Mitnehmen. Und ich denke dann... haben wir ausgesorgt für diese Folge von GTA 3. Ich bedanke mich fürs Zuschauen wie immer und ja, sage Cheerio, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Freue mich auf euch, haut rein!